Wir schalten live nach Lemberg, genau dort an diesem Platz, wo gestern die Kinderwagen waren. Dort steht unser Reporter Philipp Piatow. Philipp, ja, das sind, man kann die Bilder kaum in Worte fassen, da wirklich erschreckend. Ja, das war eine sehr schockierende, eine sehr besondere Gedenkaktion, die hier gestern auf dem Marktplatz, auf dem ich gerade stehe, stattgefunden hat. Das hat sehr viele Menschen hier berührt und mitgenommen. Man hat hier weinende Frauen gesehen, die ihre weinenden Kinder gehalten haben. Man hat viele Kinder gesehen, die zu ihren Eltern gegangen sind und gefragt haben, Mama, Papa, was ist das eigentlich? Und dann mussten ihre Eltern den Kindern, ihren eigenen Kindern erklären, was das bedeutet, wenn Kinder im Krieg sterben. Und auch wenn Lemberg bislang nicht erfasst wurde vom Krieg, so wie andere Städte es wurden, hier sind dennoch sehr, sehr viele Flüchtlinge, sehr viele Menschen, die am eigenen Leib Putins Bomben erlebt haben, die aus Kiew geflohen sind, die aus Kharkiv geflohen sind und die hier gestern noch einmal daran erinnert wurden, was dieser Krieg wirklich bedeutet. Ja, insbesondere gestern, weil es dann wieder einen Angriff, den zweiten, gab, schon innerhalb weniger Tage in der Nähe des Flughafens von Lemberg. Was bedeutet es, dass es jetzt innerhalb kurzer Zeit jetzt zwei Angriffe gegeben hat? Tja, darüber rätseln hier alle Militärs, denn das waren zwei Präzisionsschläge, also nicht das, was man aus dem Osten des Landes kennt, wo das russische Militär Städte fast schon wahllos beschießt oder sogar gezielt zivile Einrichtungen eingreift. Hier war das was anderes. Das waren ganz präzise Marschflugkörper, die einmal auf einer Militärbasis eingeschlagen sind und deutlich über 35 Militärs getötet, über 130 Militärs verwundet haben und gestern eben der Angriff auf eine Wartungshalle direkt auf dem Flughafengebäude. Das macht natürlich sehr viele Menschen hier nervös und die Militärs fragen sich, ob der Krieg womöglich auch hierher kommt. Wäre der russische Blitzkrieg gelungen, wäre Kiew gefallen, wäre der Krieg vermutlich auch schon hier. Jetzt konnte man ihn aufhalten, aber die Einschläge kommen dennoch näher. Philipp Piatow, danke. Wir gehen von Lemberg weiter im Westen der Ukraine, allerdings in den Süden und schauen auf die Hafenstadt Odessa, die Küstenmetropole am Schwarzen Meer. Auch dort wächst die Angst vor einem Angriff. Wir sehen hier auf der Karte haben wir es sehr kurz gesehen, dass immer mehr Schiffe in Stellung gebracht werden, möglicherweise landen könnten. Und in der Stadt hier sehen wir es in der Stadt, werden Barrikaden aufgerichtet. Hier haben wir noch mal die Karte, an der man sieht, dass eben Landungsschiffe und Kriegsschiffe sich Richtung Odessa bewegen. 1 Million Einwohner hat Odessa und in der Stadt bereitet man sich eben jetzt schon darauf vor, dass es möglicherweise zu Straßen- und Häuserkämpfen kommen könnte, sollten die russischen Truppen dort landen. Wir gehen zu Sebastian Prengel. Er ist unser Reporter vor Ort dort in Odessa. Sebastian, es ist hinter dir alles ruhig, kein Mensch auf der Straße. Du bist in einem abgesperrten Gebiet oder gibt es eine Ausgangssperre? Wie ist die Situation? Ja, es ist ein ruhiger Morgen hier in Odessa. Es hat gestern Abend ein bisschen Flakfeuer gegeben, weil offenbar eine russische Aufklärungsdrohne über der Stadt kreiste. Und ansonsten muss man sagen, die Stimmung hier ist einfach unheimlich. Du siehst es ja selber, es sind kaum Menschen auf der Straße, kaum Autos. Denn Putins Flotte, die hat sich vor der Küste in Position gebracht. Sie lauert hinter dem Horizont. Man sieht sie vom Strand aus nicht, aber die Flotte ist da und die Menschen bereiten sich hier auf diesen möglichen Angriff vor. Es ist allerdings sehr zermürbend, denn niemand weiß, wann dieser Angriff kommen wird. Das ist ein bisschen ein Psychoterror, den Putin hier verbreitet. Aber man ist vorbereitet auf diesen Angriff. Die Stadt ist die reinste Festung. Überall gibt es Stellungen, Schützengräben, Sandsäcke, Panzersperren. Man ist hier auf diesen Angriff vorbereitet. Man will die Stadt verteidigen und die Russen auf jeden Fall zurückschlagen, wenn es soweit ist. Warum ist Odessa für Putin so wichtig? Sebastian, kannst du mich noch hören? Die Frage konnte ich jetzt leider nicht verstehen. Ich sage es nochmal, wenn du mich hören kannst. Warum ist Odessa für Putin so wichtig? Ja, Odessa hat einen großen Schwarzmeerhafen. Und vereinfacht gesagt, wer diesen Hafen kontrolliert, der kontrolliert auch
was für Waren ins Land kommen. Es sind also 60% aller Wirtschaftsgüter, die hier in die Ukraine verteilt werden. Aktuell natürlich viele Waffen, viel Munition und diese Nachschubroute, die will Putin natürlich unterbrechen und bestenfalls für seine eigenen Truppen nutzen. Wie würde sich so ein Häuserkampf, vor dem sich die Einwohner in Odessa offenbar jetzt schon rüsten, eigentlich ablaufen? Wie schwierig würde es für die Russen sein, diese Stadt überhaupt einzunehmen? Ja, es ist auf jeden Fall mit erheblicher Gegenwehr zu rechnen. Und ich denke mal, man würde wahrscheinlich so vorgehen wie in allen anderen Städten auch. Es würde wahrscheinlich mit gezieltem Raketenbeschuss beginnen, dann Artilleriefeuer. Man würde die Stadt erstmal weichschießen müssen, denn jeder weiß, es ist sehr, sehr schwierig, an einem Strand anzulanden mit Landungstruppen. Der Strand ist hier vermint. Mit wenigen Maschinengewehrstellungen kann man den Feind hier in Schacht halten. Es wäre auf jeden Fall ein Blutbad, wenn Putin sich wirklich dazu entschließen sollte, die Stadt anzugreifen. Zumal es dort Katakomben gibt unter dieser Stadt. Leider habe ich die Frage wieder nicht hören können. Ja, Sebastian, du hast erzählt, es gibt auch Katakomben unter der Stadt, was es nochmal besonders schwierig macht. Das ist richtig. Unter der Stadt befindet sich eins der größten unterirdischen Tunnelsysteme der Welt. Es sind insgesamt 2500 Kilometer Katakomben, die sich hier unter Odessa erstrecken. Die sind bis zu 60 Meter tief. Hier kann man natürlich Schutz suchen, wenn es zu Luftangriffen kommt. Aber hier können sich auch ukrainische Soldaten unter der Stadt bewegen. Man kann hier unter feindlichen Linien auftauchen und aus dem Hinterhalt versuchen anzugreifen. Das ist auf jeden Fall eine große Falle. Das weiß Putin auch und darauf ist er wahrscheinlich vorbereitet. Aber Hinterhaltsangriffe, die sind auf jeden Fall für seine Truppen extrem gefährlich.